Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Martin Sachsenweger, heute der Fame Spot Hunter hier aus Berlin. Und ja, ich bin nach Berlin gekommen in der Vorweihnachtszeit, um hier schöne Langzeitbelichtungen mit Wasserspiegelungen anzufertigen. Und ich hoffe, das wird was. Aktuell sieht das Wetter noch ganz schön aus und sehr, sehr vielversprechend aus. Ich bin total gespannt. Also wenn dich das heute interessiert, Langzeitbelichtungen oder überhaupt fotografieren hier in Berlin an wunderschönen Spots, dann bleib einfach dran. Ja Leute, und wie ihr vielleicht gesehen habt oder bemerkt habt, hinter mir befindet sich der Berliner Dom. Und das ist heute mein erstes Fotomotiv. Ich habe mir genau zwei Fotomotive rausgesucht hier für meinen Kurztrip nach Berlin. Zwei fotografische Highlights, die man meiner Meinung nach gesehen haben muss. Und zwar ist das einmal hier der Berliner Dom zur abendlichen blauen Stunde oder auch goldenen Stunde, sprich zum Sonnenuntergang, möchte ich diesen Dom heute fotografieren von einer sehr, sehr schönen und meiner Meinung nach auch sehr kreativen Perspektive. Und das zweite Motiv, was ich einfangen möchte, wahrscheinlich morgen Vormittag, morgen früh, ist das Bode-Museum, sprich Museumsinsel hier in Berlin. Und hier bietet sich natürlich dann auch eine schöne Langzeitbelichtung an, da wir hier auch am Wasser fotografieren. Ich habe jetzt hier angefangen, ich bin eine Stunde vor Sonnenuntergang hier in Berlin angekommen. Und es sieht auch ehrlich gesagt gerade sehr, sehr nice aus. Es war bis kurz vor Berlin blauer Himmel, wolkenlos, und so ab Potsdam wurde es doch sehr, sehr bewölkt. Und wenn wir jetzt mal in diese Richtung dort hinten schauen, dann sehen wir, dass dort ein bisschen Licht durchschaut. Und da habe ich heute besonders viel Spaß dran. So, also jetzt geht's los. Ich bin jetzt ein bisschen näher rangegangen hier an den Berliner Dom. Und zwar möchte ich hier diese Geländer, diese Pfeiler mit ins Bild einbauen, quasi als Vordergrund. Ich habe heute mein größtes und höchstes Stativ dabei, das Kingjoy C85, damit ich auch garantiert über die Pfeiler und über den Zaun, über die Absperrung fotografieren kann. Ich habe ja keine ausziehbare Mittelsäule, macht aber nichts, weil das Stativ ist ohnehin schon so hoch, wie ich bin fast. Ja, also ich kann hier wirklich auf Augenhöhe fotografieren und das macht hier total Sinn, wenn man nicht hundertprozentig weiß, Mensch, über welche Höhe muss ich denn überhaupt fotografieren oder auf welche Höhe muss ich meine Kamera einstellen. Und deswegen habe ich heute einfach mein größtes Stativ dabei. Stehe hier auch gar nicht weit weg. Es ist also eine Tiefgarage, ein Parkhaus hier direkt 50 Meter gegenüber und deswegen nicht so weit zu schleppen. Deswegen heute mein größtes Stativ. Na Leute, so sieht das also hier jetzt aus mit diesen Pfeilern. Die werde ich als Vordergrund verwenden. Und ich werde hier eine Hochkant-Variante anfertigen, um einfach hier den unteren Bereich und aber auch den oberen Bereich mit ins Bild reinzubekommen. Und ihr seht, der Himmel, der verändert sich schon. Sieht schon schön aus, 40 Minuten noch. Was hier natürlich jetzt heute nicht so schön ist, aber das lässt sich natürlich in so einer Großstadt nicht verhindern. Der Dom ist, ja, renovierungsbedürftig, hätte ich jetzt fast gesagt. Also sprich, hier ist auch, der Dom befindet sich im Bau oder in der Renovierungsphase und deswegen werden wir leider dieses Gerüst hier mit auf dem Bild haben. So, dann schauen wir doch mal, was wir heute Schönes dabei haben. Ich habe mein gesamtes Equipment hier mit in Berlin, also auch mein Telezoom-Objektiv. Hier werde ich aber jetzt mit meinem Weitwinkel-Objektiv 15 bis 35 fotografieren. Ich denke, das passt hier ganz gut. Und wie schon angedroht, wird es eine Hochkantaufnahme. Ich habe jetzt mein Stativ erstmal auf die höchste Position ausgerichtet. Ich werde mir aber später mal anschauen, ob das überhaupt notwendig ist oder ob ich da vielleicht sogar noch einen Tick runterschrauben kann. Das schaue ich mir aber dann gleich an. Ich habe mein Stativ jetzt ausgerichtet und ihr seht hier unten im Vordergrund diesen Pfeiler, den Berliner Dom im Hintergrund, und ich habe noch ein schönes Stückchen für den Himmel freigelassen, weil ich hoffe, dass sich da noch eine schöne Verfärbung heute zeigen wird. Und worauf habe ich jetzt geachtet? Ihr seht hier unten, da sind so unschöne rostige Pfeiler, die habe ich versucht hier so gut wie möglich in dem Bild auszukaschieren quasi. Also ich werde das Bild hier unten so abschneiden, das wird also in etwa das fertige Bild werden, und damit sieht man dann auch nicht diese rostigen Pfeiler, und das, ja, das reicht mir dann auch im Endeffekt. Ich versuche immer das Bild schon so aufzunehmen, dass ich möglichst wenig kroppen muss oder möglichst wenig schneiden muss, und deswegen habe ich mich jetzt hier auf eine Brennweite von, naja, ich sag mal 17 Zentimetern entschieden, so zwischen 15 und 20, genau da mittendrin, um einfach so wenig wie möglich stürzende Linien vom Dom zu produzieren, aber ja, auch hier unten ein bisschen was wegzunehmen. Worauf ich jetzt auch geachtet habe, ist, dass zum Beispiel hier diese Straßenlampen mit im Bild sind, weil die werden sicherlich später angehen und mir einen schönen Blendenstern ins Bild kreieren. Sollte ich auf einer, ja, geschlossenen Blende fotografieren, Blende 18, Blende 20 beispielsweise. Ja, und ich hatte ja gesagt, ich möchte heute vor allem eine Langzeitbelichtung anfertigen. Das Wasser hier ist ohnehin extrem ruhig, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, ich brauche keine allzu lange Belichtungszeit machen. Es sind auch nicht so viele Leute hier am Rumlatschen. Das heißt also, so 5 bis 10 Sekunden Belichtungszeit sollte ausreichen heute. Es fahren keine Schiffe, keine Boote. Ich hatte ein bisschen drauf spekuliert oder gehofft, dass es ein paar Boote gibt, um einfach vielleicht einen Lichtzieher auf dem Wasser hinzubekommen. Klappt aber jetzt heute leider nicht. Naja, vielleicht auf der Straße, wenn ein Bus oder sowas vorbeifährt. Langzeitbelichtung heißt im Endeffekt, ich muss mit Filtern arbeiten. Und ich bin ja KASE-Ambassador, Markenbotschafter der Firma KASE. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch jetzt mal heute, mit welchen Filtern ich fotografiere und ja, wie ich die einzelnen Filter so verwende. Los geht's natürlich, wie soll es noch sein, mit dem Filterhalter-System. Ich habe ja hier den Filterhalter vom Armour-System, komplett magnetisch, hat viele Vorteile, dass man also sehr, sehr schnell die Filter auch wechseln kann, dass nichts runterfallen kann. Und das einfach alles sehr, sehr schnell und passend auch passiert. Das ist für mich ein Riesenvorteil. Der muss natürlich erstmal aufs Objektiv draufgeschraubt werden. Kann man mich überhaupt sehen? Jetzt. So. Da ist er schon drauf. Ja, da ist er schon drauf, und bei dem Armour-System ist es ja möglich, dass der Polfilter, der auch magnetisch ist und rund ist, bereits in den Filterhalter integriert. Das heißt, der ist hier schon drin. Mit dem kann ich einfach die Spiegelung aus dem Wasser rausnehmen oder auch wieder reinpacken. Ich kann euch das jetzt gleich mal zeigen, wie das ausschaut. Ich würde hier bei dem Motiv mich auf jeden Fall dazu entschließen, mit Spiegelung zu fotografieren, also dass sich der Himmel und der Dom auch im Wasser spiegelt, weil sonst würde das ja überhaupt gar keinen Sinn machen. So, auf Blende 8 bin ich jetzt bei einer Belichtungszeit von 1/5 Sekunde. Und ich hatte ja eben gesagt, dass ich gerne länger belichten möchte, also sprich 5 Sekunden Minimum, eher 10 Sekunden. Wahrscheinlich wird es hier später, der Abend wird auch noch länger werden. Und deswegen fange ich jetzt an mit dem ND-Filter, also Graufilter, und zwar mit dem ND64. Das heißt, wir haben eine 64-fache Belichtungszeit. Ja. Ich packe den mal drauf. Und dann wäre die Belichtungszeit in dem Falle tatsächlich schon 10 Sekunden. Was ja schon super ist, und so könnte man jetzt auch schon das erste Testbild machen. Ich werde jetzt einmal ein Foto machen mit Filter, 10 Sekunden lang belichtet, und einmal ohne Filter, um hier den genauen Vergleich nochmal darzustellen. Achso, das hatte ich natürlich zu vergessen zu erwähnen. Bei einer Langzeitbelichtung sollte man immer entweder mit Fernauslöser fotografieren oder mit einem 2-Sekunden-Timer, um einfach die Verwacklungen, die der Auslöser betätigt, also wenn ich hier drauf drücke, dann wackelt die Kamera tatsächlich noch ein kleines bisschen nach, um die einfach zu umgehen. Das heißt, 2 Sekunden Auslöser, draufdrücken, innerhalb von 2 Sekunden tariert sich das Stativ oder die Kamera auch wieder aus, sodass sich nichts mehr bewegt und schon kann der ganze Spaß beginnen. Ja, das hat doch jetzt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut geklappt hier mit der langen Belichtungszeit. Zugegeben, der Effekt ist hier nicht der allergrößte, weil sich einfach das Wasser kaum bewegt und man somit auch keinen großen Unterschied hat mit langgezogenem oder glattgezogenem Wasser. Den einzigen Unterschied, den man hier natürlich merklich feststellen kann, ist, dass keine Autos mehr auf der Brücke sind oder die Leute, die hier zu Fuß drüber gelatscht sind, dass die natürlich bei einer 10-15 Sekunden Belichtung verschwinden, in Anführungszeichen, beziehungsweise nicht sichtbar sind, ja? Also wie von Magie quasi weg sind, und das ist natürlich cool. Ansonsten bin ich aber mit dem ruhigen Wasser hier und mit der Spiegelung, die dieses ruhige Wasser produziert, auch ohnehin schon zufrieden, auch ohne Filter. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich noch einen weiteren Filter mit drauf baue, und zwar einen Verlaufsfilter, vielleicht einen Soft-Verlaufsfilter sogar, um einfach noch ein bisschen mehr Helligkeit aus dem Himmel rauszunehmen und den Vordergrund ein bisschen mehr zu betonen. Ich zeige euch das mal. Also ich würde mich jetzt hier für einen leichten Soft-Verlaufsfilter entscheiden, den 0.9er würde ich vorschlagen. Natürlich auch magnetisch. So. Wie gesagt, das hat den Vorteil, dass die Belichtungszeit im Bild oder die Belichtung im Bild ein bisschen harmonischer wirkt. Das heißt, der Vordergrund wird etwas heller und der Himmel wird etwas dunkler. Was hier natürlich gefährlich ist, ist, dass der Dom bzw. die Domspitze dadurch auch extrem abgedunkelt wird. Das muss ich jetzt ein bisschen austarieren, wie ich damit umgehe und ob mir das so gefällt. Ja? Ich meine, ich kann im Endeffekt immer noch alles wieder ein bisschen aufhellen. Zum Beispiel die Domspitze ein bisschen aufhellen, das ist kein Problem. Aber das ist immer so ein bisschen rantasten, mit welchen Filtern man fotografiert. Außerdem natürlich, wenn ich jetzt den Soft-Verlaufsfilter drauf packe, dann verändert sich auch die Belichtungszeit auf schon 20 Sekunden. Also 2 Filter übereinander, oder es sind ja eigentlich sogar 3 Filter übereinander mit dem Polfilter. Das macht sich natürlich schon deutlich bemerkbar in der Belichtungszeit. Viel mehr brauchen wir dann auch nicht mehr. So, ja, und ich muss sagen, es gefällt mir ehrlich gesagt noch besser. Ich habe jetzt den Filter, den Softverlaufsfilter, bewusst relativ weit oben reingeschoben. Also der dunkelt ja ab, und zwar soft von oben nach unten. So. Und wenn ich ihn so reinschieben würde, den Softverlaufsfilter, dann wäre der obere Bildbereich ja total dunkel. Deswegen schiebe ich ihn lieber so rein, um nur minimal runterzufahren oder minimal abzudunkeln. Sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Also es funktioniert, Leute, es funktioniert. Zack! Oh ja, und das sieht sehr, sehr vielversprechend aus hier. Puh! Oh, schaut doch mal, wie schön das ausschaut. Ich liebe das ja, wie da oben am Dom so die Sonnenstrahlen ein kleines bisschen auftreffen, ja, aufschlagen. Mega schön. Und ja, wenn man sich mal umdreht, hier auf die andere Seite, Alexanderplatz, Fernsehturm, der strahlt auch wunderschön hier gerade im letzten Abendrot. Also mega. Muss mal gucken, ob ich jetzt so kurzfristig hier noch die Perspektive wechseln kann, um den Fernsehturm auch nochmal schön mit drauf zu bekommen. Auch das rote Rathaus hier hinten, das leuchtet schon so richtig. Also mega schöne Kulisse und tolle Stimmung jetzt hier am Abend. Also es reißt jetzt gerade so richtig auf da hinten. Fett. Aber ich werde jetzt hier aushalten. Ich weiß, es gibt hier tausende andere Perspektiven auch noch, aber ich finde die Perspektive hier so geil mit dem Geländer davor, dass ich jetzt hier bleibe und mich hier auf das Motiv festlege. Ich werde jetzt aber noch einmal ein bisschen weiter zurückgehen und vielleicht so im Querformat fotografieren, dass ich einfach diesen Zaun hier, dieses Geländer nochmal komplett mit drauf habe. Ja, und jetzt ist gerade was sehr, sehr Bescheidenes passiert. Und zwar ist die Farbe weg, also im Himmel. Es ist keine Sonne mehr am Dom, es ist auch keine Farbe mehr im Himmel. Jetzt sieht das Ganze dann doch noch mal ein bisschen trister aus. Dafür gehen jetzt aber die Lampen an hier am Dom. Das heißt, es lohnt sich nach wie vor hier auch stehen zu bleiben, auch wenn jetzt der krasse Moment mit der schönen Farbe im Himmel leider vorbei ist. So, jetzt habe ich meinen Softverlaufsfilter auch schon runtergenommen, weil der Himmel jetzt wirklich grau und relativ dunkel ist. Bringt jetzt nichts, meiner Meinung nach. Den ND64 habe ich noch drauf. Bei Blende 8 bin ich aber immer noch auf 30 Sekunden Belichtungszeit jetzt. Das heißt, auch den werde ich jetzt nicht mehr benötigen, beziehungsweise werde ich jetzt gleich runternehmen. Spätestens dann, wenn ich auf Blende 18 gehen muss, um Blendensterne zu produzieren, zu fotografieren, kann ich diesen Graufilter einfach nicht mehr gebrauche, und ja, dann fotografiere ich nur noch mit Polfilter auf dem Filterhalter und werde ein paar Sekunden Belichtungszeit haben. Ja, das heißt, dass ich auch hier den 64-fachen Filter jetzt wieder rausnehme. Dafür gibt es hier diese kleinen Eingriffe. Ich muss sagen, mit Handschuhen ist das relativ schwierig, den da rauszubekommen, beziehungsweise unmöglich. Und mit sehr kurzen Fingernägeln ist es auch sehr schwierig. Aber ansonsten klappt es eigentlich ganz gut. Wenn man da ein bisschen Gefühl reinsteckt, dann geht das auch wunderbar. Ja, ich warte jetzt auf Licht. Ich warte darauf, dass diese Straßenlaternen dort oben angehen. Dann kann ich nämlich endlich wieder ins Warme gehen. Es kann aber auch nicht mehr allzu lange dauern. Aber es ist eigentlich auch ein echt schönes Motiv, wenn ich das so sehe. Gefällt mir gut. Vor allem mit dem Fahrrad. Genial. Ha, sehr schön. Also Kamera ist aufgebaut, Leute. Ich warte jetzt, wie gesagt, auf das finale Licht, dass das hier angeht. Machen wir hier den ganzen Kram weg. Ihr seht, dass hier rechts die Lampe angeht. Ich könnte vielleicht sogar noch den Ausschnitt ein bisschen nach rechts verdrehen, so, damit die Lampe nicht ganz so abgeschnitten ist. Und hey, dann bin ich happy. Ich habe jetzt auf Blende 18 eingestellt, um einfach einen schönen Blendenstern mit dem Objektiv zu kreieren, und ich glaube, das wird auch wirklich fantastisch ausschauen. Oh yes! Also Leute, die Lampen sind gerade angegangen hier oben auf der Brücke. Sehr, sehr schön. Es scheinen Energiesparlampen zu sein. Nicht so schön. Dauert relativ lange, bis sie dann auch leuchten. Und ich merke gerade, dass mein Kugelkopf immer weiter nach unten geht. Geil. So. Und Energiesparlampen machen nicht so schöne Blendensterne wie normale Glühbirnen. Aber hey, wer kann das in den heutigen Zeiten hier übel nehmen? Ja Leute, also wie befürchtet, die Lampen sind an, aber es sind offensichtlich Energiesparlampen, sodass diese beiden Lampen hier, oder diese vier, keinen Blendenstern produzieren. Während diese Lampen da hinten anscheinend andere Lampen sind, also dort habe ich sehr, sehr schöne Blendensterne aufgenommen. Egal, was soll's. Das war's jetzt hier erstmal vom Berliner Dom, von dieser Seite. Ich werde jetzt meinen Kram zusammenpacken und noch ein bisschen auf Spotsuche gehen, wo ich morgen früh fotografieren kann. Ich wollte ja zum Bode-Museum bzw. zur Museumsinsel auf die andere Seite vom Berliner Dom. Und da schaue ich mir jetzt schon mal an, von wo ich dort am besten fotografieren kann. Das war es jetzt hier schon mit dem ersten Teil aus Berlin vom Berliner Dom. Wenn dir das Video bis hierhin schon mal gefallen hat, drück doch jetzt schon mal bitte den Daumen nach oben. Das würde mir und dem Algorithmus sehr, sehr helfen. Also vielen Dank und ich würde sagen, ich melde mich morgen früh wieder. Bleibt dran. Einen wunderschönen Morgen zusammen. Wie versprochen, ich bin früh aufgestanden. Wir sind immer noch in Berlin. Berlin Mitte, 7 Uhr, minus 8 Grad. Es ist wirklich eisekalt, richtig zapfig. Aber mein Vorhaben werde ich heute umsetzen, hier am Bode-Museum zu fotografieren. Ich befinde mich hier auf der Ebertbrücke. Das ist so eine kleine Brücke, ich würde sagen eine Behelfsbrücke, direkt über der Spree. Und von hier aus hat man eine perfekte Sicht auf das Bode-Museum und aber auch den Fernsehturm. Und die Spiegelung, die sieht wirklich super, super schön aus und da freue ich mich jetzt schon auf die ersten Shots. Ich muss sagen, die Brücke ist ein bisschen wackelig. Also wenn hier ein Auto drüber fährt oder sogar ein LKW, dann wackelt es ganz schön. Das heißt, hier gibt es eine kleine Herausforderung beim Thema Langzeitbelichtung. Das heißt also, man muss es sehr, sehr gut abpassen, wenn mal gerade kein Auto kommt. Weil sonst verwackelt das gesamte Bild. Das wollen wir natürlich nicht. Ne? Also ich baue mich jetzt hier mal auf mit meinem Kram, mit meinem Equipment und werde mir mal den Bildausschnitt suchen. Also die Stimmung hier ist auf jeden Fall wunderschön. Auch bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Spiegelung. Das Wasser ist also extrem ruhig, brauche ich gar keine lange Belichtungszeit. Und ich habe mich hier jetzt erstmal für ein Querformat entschieden, um quasi die gesamte Szenerie einfach mal mitzunehmen. Na, so sieht es aus. Und zwar habe ich mich jetzt wirklich hier auf das Bode-Museum fokussiert. Links im Bild hier der Fernsehturm. Und ja, sieht eigentlich auch gerade ganz gut aus. Da oben könnte noch eine leichte Verfärbung im Himmel geben. Wir haben nicht allzu viele Wölkchen, aber hey, wir wollen uns mal nicht beschweren. Ne? So, das hier ist also wie gesagt die Brücke, die bei jedem Auto stark schwingt. Der Mond ist auch noch da, also toller Morgen. Ich fotografiere aktuell noch ohne Filter. Das liegt daran, weil es noch dunkel genug ist. Auf Blende 14 habe ich ca. 5 Sekunden Belichtungszeit, reicht dicke. Das wird jetzt aber minütlich heller. Das heißt, ich werde jetzt mal mein Filterhaltersystem aufsetzen, um dann mit Filtern den ja, gewünschten Langzeiteffekt noch zu verstärken. Boah, ist das schön. So, und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, hier doch nochmal den Softverlaufsfilter drauf zu packen auf die Kamera. Das liegt einfach daran, weil hier der untere Bereich ist relativ düster, weil es halt auch gegen das Licht fotografiert wird. Und der obere Bereich, also der Himmel, ist relativ hell. Und um das ein bisschen anzugleichen, habe ich jetzt den Softverlaufsfilter drauf gepackt. Auch hier den 0.9er, also um einfach den Himmel ein bisschen abzudunkeln. Und wie das ausschaut, beziehungsweise was das für einen Unterschied macht, das zeige ich euch jetzt einmal, und zwar einmal das Bild ohne Softverlaufsfilter und das Bild mit Softverlaufsfilter. Also man sieht hier auf jeden Fall schon einen Unterschied von der Tonung und das gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut. Ja, und es ist hier extrem schwierig, das Zeitfenster abzupassen, wo hier mal gerade keiner vorbeifährt. Ich stehe jetzt hier schon eine halbe Stunde circa und es ist so, dass man nie länger wie 5 bis 6 Sekunden belichten kann, bevor dann die nächste Ampelphase quasi wieder auf grün geht und die Brücke anfängt zu schwingen. Mein Gott, hier muss man alles festhalten, nicht, dass hier noch irgendwas runterfällt. Also Kamera in die Spree muss nicht unbedingt sein. Ja, und jetzt geht es nochmal weiter Richtung Sonnenaufgang. Ein paar Minütchen denke ich noch. Und deswegen habe ich jetzt meinen ND64-Filter auch nochmal ebenfalls reingepackt, um die Belichtungszeit ja, gleich zu lassen, also 5 bis 8 Sekunden circa. Die Sonne soll übrigens rechts neben dem ja, Museum hochgehen. Also irgendwo hier müsste die Sonne aufgehen oder rüberkommen. Mal schauen, wie sich das hier verhält. Ich bin schon ganz gespannt, wenn hier die ersten Sonnenstrahlen oder die ersten Lichtstrahlen auch auf den Fernsehturm scheinen. Das wird bestimmt eine ganz tolle Erfahrung, schöne Stimmung. Und ja, ich bin jetzt schon happy und freue mich auf das, was da kommt. Ja, ihr seht, das Wasser ist mittlerweile nicht mehr so ruhig. Das liegt daran, weil hier gerade ein kleines Schiffchen vorbeigefahren ist. Oder ein großes Schiffchen. Und das Wasser ist seit einigen Minuten jetzt hier ganz schön in Wallung. Ich hoffe, das beruhigt sich noch mal so ein bisschen, wenn dann gleich die Sonne auch rauskommt. Ich habe jetzt mittlerweile hier mein Objektiv gewechselt. Ich hatte ja vorher das 15-35er Weitwinkel drauf und habe mich jetzt dazu entschlossen, hier 24 bis 105 aufzuspannen. Liegt einfach daran, weil ich dann auch näher rankomme und theoretisch auch mal ein Close-up vom Fernsehturm oder auch nur von dem Museum machen könnte. Das kann ich hier mit dem Weitwinkel nicht. Das hier ist jetzt die, ja, die Brennweite, mit der ich am nächsten rankomme. Also es passt soweit. Ja, Leute. Oh yes. Okay, schaut euch das an. Der Himmel verfärbt sich jetzt. Ich habe tatsächlich Glück. Hinten über dem Bode-Museum wird es schön farbig. Die Vögel fliegen. Oh, jetzt ist der Moment, wo man richtig aufpassen muss. Und am besten zu viele Bilder anstatt zu wenig Bilder machen. Also jetzt geht es richtig los hier mit meinen Belichtungen. Ich habe jetzt den ND64 kurz rausgepackt, um möglichst knackige Belichtungen jetzt anzufertigen. Das liegt daran, weil da hinten über diese Brücke, über hier diese, da fahren öfters diese typischen Berliner S-Bahnen oder Bahnen. Und die möchte ich mindestens auf einem Bild mal knackig scharf drauf haben. Und wie angekündigt, habe ich jetzt ein bisschen reingezoomt, also eine kleine Detailaufnahme quasi. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, den Fernsehturm hier links ins Bild zu nehmen und das Bode-Museum rechts nur etwas anzuschneiden, sodass quasi die Brücke in der Mitte, ja, in der Mitte ist. Und jetzt warte ich quasi noch auf einen schönen Zug, auf eine schöne S-Bahn. Und ich hoffe, die kann ich dann auch noch schön rausarbeiten in dem Bild. Hier habe ich natürlich jetzt keine Langzeitbelichtung mehr vorgesehen. Das heißt, ich bin jetzt hier auf einer sehr, sehr knackigen, kurzen Belichtungszeit. Blende 5, ISO 400, 100stel Sekunde Belichtungszeit. Ich hoffe, das reicht für einen Zug. So Leute, was für ein herrlicher Morgen hier in Berlin. Ich bin wirklich sehr, sehr happy, dass ich hier sein durfte jetzt an diesem Morgen und dass ihr mich auch dabei begleitet habt. Es war ein perfekter Morgen jetzt hier am Bode-Museum. Ihr seht auch hinter mir, die Sonne kommt raus. Ich habe gerade hier auch noch mal ein bisschen mit Vordergründen gespielt, mit führenden Linien gespielt. Einen Sonnenstern habe ich fotografiert auf Blende 18, aber auch ja, auf anderen Blendenstufen habe ich natürlich fotografiert. Es war also mega geil jetzt hier heute Morgen. Ich bin total happy. Mehr geht eigentlich kaum, sage ich mal. Und was ich aber sagen muss, meine Hände, oh Leute, die sind so kalt, die sind mir so eingefroren. Ich habe nicht mal mehr Filter jetzt wechseln können, weil ich meine Hände nicht mehr spüre. Es ist einfach irre. Deswegen beende ich jetzt hier dieses Video. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat und du noch nicht den Daumen nach oben gemacht hast, dann gib ihn gerne nach oben. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ja, und wenn wir uns in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann bitte abonnieren, Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Ich sage herzliches Dankeschön. Ja, Leute, ich kann jetzt eigentlich nur noch sagen, passt alle auf euch auf, bleibt gesund. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Mal schauen, wo ich dann als nächstes shooten gehe. Also vielen Dank, tschüss, ciao, arrivederci, bis bald, ciao. Ich bin noch einen weiteren Tag in Berlin geblieben und habe noch weitere Fotoziele aufgesucht. Ich war am Abend noch im Regierungsbezirk, habe dort den Reichstag fotografiert, sowie die angrenzenden Regierungsgebäude mit Spiegelung in der Spree, das Ganze mit einer Langzeitbelichtung. Natürlich durfte auch das Brandenburger Tor auf meinem Fototrip nicht fehlen. Hier habe ich mich für eine bodennahe Perspektive entschieden und eine lange Belichtungszeit, 30 Sekunden, um die Menschenmassen wegzuradieren. Am nächsten Morgen ging es für mich weiter wieder Richtung Spree, Richtung Berliner Dom. Hier durfte ich einen wunderschönen Sonnenaufgang erleben mit perfekten Spiegelungen im Wasser. Ich habe Langzeitbelichtungen aus dem James-Simon-Park angefertigt. Im Vordergrund die Friedrichsbrücke, auf der rechten Seite die alte Nationalgalerie. Insgesamt war es ein wunderbarer Morgen mit einer perfekten Stimmung und einem wunderschönen Sonnenaufgang. Für mich war es ein sehr, sehr erfolgreicher Fotoausflug nach Berlin. Ich hoffe, euch haben die Bilder auch gefallen. Ich würde mich sehr über ein Feedback freuen, welches meiner Berlin-Bilder oder welche Perspektive euch am besten gefallen hat. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ich freue mich auf euer Feedback.